Willkommen, liebe Zuschauer, zum Regionalmagazin am Mittwoch, den 21. Februar. Zur Mitte der Woche haben wir wieder allerhand vorbereitet für Sie und das sind unsere Themen. Ehrung. Schönebeck kürt die besten Sportler der Stadt. Politischer Aschermittwoch. Die Linke lud ein zur Neueröffnung. Und Gewinnspiel. Gewinnen Sie die CD Ultimate Country. Unser erster Beitrag ist die Eröffnung eines Gemeinschaftsbüros. Dazu lud die Partei Die Linke am vergangenen Mittwoch unter dem Motto Politischer Aschermittwoch in die Fennerstraße ein. Am 14. Februar war nicht nur Valentinstag, sondern auch der politische Aschermittwoch im Büro der Partei Die Linke in Schönebeck. Dieser Anlass wurde genutzt, um die Neueröffnung des Gemeinschaftsbüros der Landtagsabgeordneten Eva von Angern und Thomas Lippmann sowie der Stadtratsfraktion Die Linke zu feiern. Ich bin Magdeburger Landtagsabgeordnete und freue mich, dass ich heute hier auch das Wahlkreisbüro in Schönebeck eröffnen kann. Gemeinsam mit meinem Kollegen Thomas Lippmann, der zugleich ja auch Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion ist, werden wir hier regelmäßig Bürgersprechstunden anbieten, werden mit Bürgerinnen und Bürgern von Schönebeck, aber auch aus dem Umland ins Gespräch kommen, werden zuhören, werden Probleme aufnehmen und ich hoffe auch viele lösen. Zunächst wurden die zahlreich erschienenen Gäste wie Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch, aber auch Bürgermeister von Kalbe Sven Hause begrüßt. Mit der symbolischen Schlüsselübergabe sowie eines kleinen Geldbaumes wurde die Neueröffnung des Büros offiziell. Den dürft ihr nicht verlieren, sonst kommt ihr nicht rein. Schön. Wünsche ich euch gutes Gelingen, viel Glück, viel Geld für die politische Arbeit und dass ihr nicht den Schlüssel verliert. Alles Gute. Wieso nun Eva von Angern in das Büro zieht, erklärt sie selbst. Also ich habe hier zur Bundestagswahl kandidiert für den Bundestag. Das hat leider nicht geklappt, aber ich habe mich sehr gefreut, als die Vorsitzende der Linksfraktion hier im Stadtrat mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, dieses Büro zu übernehmen, um einfach auch einen Ansprechpartner, einen Punkt zu haben für die Linke, hier für die Menschen. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil ich sehr gerne hier in Schönebeck vor Ort bin, sehr gerne als Ansprechpartnerin hier vor Ort bin. Und ich hoffe, dass das die Menschen hier auch tatsächlich annehmen. Bei geselliger Runde wurde der Abend genutzt, um zu Speisen und Getränken viele interessante Gespräche zu führen. Im Industriemuseum hier in Schönebeck kann man so einiges erleben. In einem kurzen Beitrag haben wir mal eine kleine Zeitreise gemacht und wollen Ihnen diesen Beitrag nicht vorenthalten. Diese Gebäude gehörten einmal zu der Stadt Schönebeck und prägten die Geschichte dessen. Um die Industriegeschichte zu erhalten und zu bewahren, wurde der Verein Industriemuseum Schönebeck Erlebniswelt Technik und Innovation, kurz IMOSET, gegründet. Wir haben uns vor wenigen Tagen hier in Schönebeck zusammengefunden. Wir, das heißt eine Vielzahl interessierter Bürger, die die Industriegeschichte dieser Stadt Schönebeck bewahren möchten. Wir sind uns bewusst, dass Schönebeck und Umland einen großen Mangel hat, dass wir diese Industriegeschichte, die schon über, wenn man so will, 200 Jahre läuft und die Innovationen, die hier in Schönebeck passiert sind, in keinster Weise dokumentiert, geschweige denn bewahrt werden. Diesen Mangel haben sich die Mitglieder des Vereins vorgenommen zu beheben mit dem Aufbau eines Industriemuseums.
IMUSET, das steht für Industriemuseum Schönebeck und Erlebniswelt Technik. Schon mehrere Jahre dauert dieses Projekt an, wobei es schon viele Erfolge zu verzeichnen gab. Im April diesen Jahres steht eine weitere Teileröffnung des Industriemuseums an, in dem gezeigt werden soll, was Schönebeck einmal hatte und worauf die Stadt stolz sein kann. Knapp ein Jahr lang hat der Verein weder Kosten noch Mühen gescheut, um dieses Projekt zu verwirklichen. Seitdem hat sich rund um die alte Fabrikantenvilla einiges getan. Wir haben erst gerade mal 12 Monate Zeit hinter uns, wo wir wirklich mit der eigentlichen Realisierung und Aufbau unseres Industriemuseums arbeiten und wirksam werden konnten. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben 4 Häuser geschenkt bekommen und müssen den Zuschnitt ändern. Die sind 100 Jahre nicht tapeziert worden und ringsherum herrscht Chaos. Und das wollen Sie so vorbereiten, dass Sie eine Ausstellung eröffnen können und wollen. Und wir sind jetzt so weit, dass wir doch das feste Ziel haben, im April wiederum mal zum Tag der Industriekultur die erste Teileröffnung vorzunehmen. Wir haben also in den letzten 12 Monaten wie verrückt die Mitglieder und alle anderen, die uns geholfen haben, gearbeitet, um dieses zu vollziehen. Wände eingerissen, Sie sehen es hinter mir, das Chaos herrscht hier noch, die Malerarbeiten sind noch im vollen Gange, Fußboden muss verlegt werden, sodass auch später mal der Besucher, ohne sich die Beine zu brechen, in die Halle oder in die Gebäude reingehen kann. Das läuft also auf Hochtouren und es sieht im Moment sehr, sehr gut aus. Wir fangen mal mit der Urgeschichte an, sage ich mal, der Industrie in Schönebeck. Wir haben natürlich im Chemiebereich jetzt viele Dinge besser erklärt als vorher, Modelle und Gerätschaften, das ist Nummer eins. Wir haben im Energiebereich das, was vielleicht einige schon kennen, Sie kennen das ja auch, den Quecksilber-Dampfgleichrichter, aber wir haben neue Objekte dazu, beispielsweise von Herrn Mäusling aus Prezin, der uns eine Leihgabe übergeben hat. Wir haben im Sprengstoffbereich jetzt endlich aufbereitet die ganze Produktpalette, wo man sich von den Geräten her, von den Zündmaschinen bis hin zum Produkt alles anschauen kann. Wir haben die Traktoren, wir haben heute in der Halle einen RS09, wir haben den RS08, den haben Sie ja schon darüber berichtet. Auch der steht natürlich da, das Fahrrad steht da, Leihgaben des Salzlandmuseums sind da, unsere Maschinen sind komplett da. Wir haben natürlich, was unwahrscheinlich aufgeholt hat von der Arbeitsgruppe, das ganze Gießereiwesen. Die Nahrungsgeschichte ist aufbereitet mit dem Heizkörper, nennen wir es mal Kunstwerk hier an der Wand, mit Wandpostern in einer Art und Weise, die auch mal verdeutlichen, wie damals produziert wurde. Ja, also es ist auch vom Flair her etwas entstanden, was die Leute ein Feeling erfahren lässt, was happy macht. Als Industriemuseum und als IMUSET haben wir natürlich ein Jahresprogramm gemacht und haben eigentlich versucht, das ein bisschen zu strukturieren, damit auch die Interessenlagen der Bürger wirklich ihre Erfüllung finden. Und da sind natürlich der Tag der Industriekultur der erste und schönste Anlass, um das mal auch praktisch zu zeigen. Thank you.
Die Stadt Schönebeck hat ja über die Jahre eine ganz starke technische Entwicklung durchgemacht. Und wir haben ja mehr als 10 verschiedene Dinge, die einmalig in Deutschland und in Europa und in der Welt sind. Und das wissen schon wenige Menschen. Genauso ähnlich verhält es sich mit der Kunstszene in Schönebeck und im Umland, also sprich Kalbe, Barbie, Plötzki rüber. Auch die Kunstszene ist eine ganz, ganz starke. Und wir haben im vergangenen Jahr, als wir mit Dario Malkowski die erste Ausstellung eröffnet haben, uns schon hingesetzt und diskutiert, wie könnte man diesen Dingen, die also so positiv sind, entsprechen. Und dann haben wir erstmal eine Analyse gemacht und festgestellt, dass Schönebeck und Umland mehr als 50 bedeutende Künstler hat, die es eigentlich wert sind, nicht vergessen zu werden, sondern bewahrt zu bleiben und ausgestellt zu werden. Wir machen weiter mit aktuellen Kurznachrichten, kurz und kompakt für Sie zusammengefasst. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Die nächste Bürgerversammlung für den Stadtteil Felgeleben findet am Dienstag, den 27. Februar ab 18 Uhr im Hotel Kulturhaus Felgeleben statt. Der Kleintierzuchtverein Alte Elbe Plötzki und Umgebung hat Schönebergs Oberbürgermeister Bert Knoblauch am Dienstag zum Ehrenmitglied ernannt. Damit sollen die Verdienste und die langjährige Verbundenheit des Stadtoberhaupts mit dem Verein gewürdigt werden.
Mit der Kampagne Bund statt Blau suchen die DAK Gesundheit und Landrat Markus Bauer zum 9. Mal die besten Schülerplakate gegen Alkoholmissbrauch. Alle Schulen im Salzlandkreis sind eingeladen, das Thema Alkoholmissbrauch im Unterricht zu behandeln und ihre Schüler bis einschließlich zum 31. März Plakate zu diesem Thema erstellen zu lassen. Die Kampagne wird von Politikern, Suchtexperten und Künstlern unterstützt. Bei dem Plakatwettbewerb gibt es Geld und Sachpreise in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro zu gewinnen. Eine Eintrittskarte zur Republika 2019 in Berlin gibt es als möglichen Sonderpreis für die Teilnehmer, die ein Bild oder ein Video des Plakates bei Instagram hochladen. Auch in diesem Jahr vergibt der Salzlandkreis den Kulturpreis für 2018. Es werden Personen, Personengruppen oder Institutionen gesucht, die sich mit kulturellen Leistungen oder künstlerischen Werken in besonderer Weise um die Kultur im Salzlandkreis verdient gemacht haben. Ab sofort können bis zum 30. April 2018 Vorschläge für Preisträger per Post oder per E-Mail eingereicht werden. Eigenbewerbungen werden nicht berücksichtigt. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Bevor es mit dem Regionalmagazin weitergeht, gebe ich kurz ab in die Werbung. Aber bleiben Sie dran, denn unter anderem haben wir natürlich noch die Sportlerehrung in kompletter Länge für Sie. Also bis gleich. Frisuren neu erleben. Das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Schinken-Eisbein 100 Gramm zu 35 Cent, Vordereisbein 100 Gramm zu 30 Cent, Bauchfleisch 100 Gramm zu 45 Cent, Wiener Würstchen 100 Gramm zu 65 Cent und Leberkäse 100 Gramm für 90 Cent. Seit über 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Schönebeck, eine Stadt voller schöner Orte, Geschehnisse und Veranstaltungen. Über das alles sind Sie nun bestens informiert mit dem Schönebecker Stadtmagazin Salzperle. Informative und spannende Themen rund um die Stadt an der Elbe erwarten Sie. Die Salzperle erhalten Sie in verschiedenen Geschäften in Schönebeck. Natürlich auch hier bei uns bei der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck. Die Salzperle ist für Sie kostenlos und erscheint alle 2 Monate neu. Darüber hinaus finden Sie auf der Webseite www.salzperle.de weitere interessante Einblicke in die Stadt Schönebeck und ihre Umgebung. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren?
Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch im Lokal-TV-Portal über Satellit empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie eine Kanalsuche durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11,52325 GHz. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren lokalen Sender auswählen und mit der OK-Taste das Programm starten. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück zum Regionalmagazin am Mittwoch, den 21. Februar. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Medium der Woche. Die CD Ultimate Country steht auf dem Programm, diese können Sie gewinnen und wir hören mal rein. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Aufgepasst, Country-Fans, jetzt gibt's was auf die Ohren. Für alle Country-Musik-Liebhaber ist hier etwas dabei. Von alten Legenden wie Johnny Cash bis hin zu neuen Ikonen wie Lone Star. Auf 4 CDs ist das Beste vom Country zusammengestellt worden und nun erhältlich. Ob Elvis Presley, Tanya Tucker, Charlie Pride oder Dolly Parton, sie sind alle dabei. Nur jetzt auf 4 CDs erhältlich. Pour me something tall and strong, make it a hurricane. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Beste Country-Musik und wenn Sie diese CD gewinnen wollen, dann machen Sie mit und beantworten Sie mir folgende Frage. Welche Partei lud denn unter dem Motto politischer Aschermittwoch am vergangenen Mittwoch zur Eröffnung eines Gemeinschaftsbüros ein? Wenn Sie die Antwort wissen, dann rufen Sie an unter 03928 40 57 70 oder schicken eine E-Mail an info@elbemedien.de. Die Gewinner geben wir dann wie immer am kommenden Freitag bekannt.
Und bei uns geht es jetzt weiter mit der Sportlerehrung. Die Stadt Schönebeck ehrt die besten Sportler der Stadt und wir haben die komplette Veranstaltung jetzt für Sie. Liebe Sportlerinnen und Sportler, und insbesondere da meine ich die Jüngsten, die hier im Saal sind, unsere jungen Sportler. Ich freue mich heute wieder, wie im jeden Jahr, so viel Freunde des Sports aus unserer Stadt begrüßen zu dürfen. Ganz besonders willkommen heiße ich, eben habe ich es schon erwähnt, darf ich unsere Sportlerinnen und Sportler, die im vergangenen Jahr mit ihren Erfolgen in den unterschiedlichsten Disziplinen auf sich aufmerksam gemacht haben, ganz gleich, ob auf der Aschenbahn oder auch Tartanbahn, im Schwimmbecken oder auf der Judomatte, ganz gleich, ob mit dem Fußball oder mit dem Tischtennisball. Also alle, die auf sich aufmerksam gemacht haben, sie haben gezeigt, was in ihnen steckt, sie haben tolle Leistungen gebracht und sie haben auch wieder eindrucksvoll demonstriert, wir leben nach wie vor in einer sportlichen Stadt. Ganz gleich, wie sie sich auch immer ihre sportliche Karriere vorgenommen haben, wie sie sich entwickelt, ob der eine oder andere gar im Profisport landet oder nur ein Leben lang als Freizeitsportler tätig ist, das ist eigentlich egal. Aber herzlich willkommen zum 26. Mal der Sportlerehrung hier im Stadtwerkehaus. Eine gute Tradition, wie ich finde. An dieser Stelle möchte ich dann auch namentlich den Hausherrn, der gerade zu uns geredet hat, Herrn Husemann, begrüßen und mich bedanken, dass wir wieder hier zu Gast sein dürfen, um diese Sportlerehrung durchzuführen. Erst in der vergangenen Woche hatten wir zwei sehr schöne Ereignisse, bei denen unsere Vereine auf sich aufmerksam machen konnten. Am Freitag haben wir das neue Vereins- und Ruderbootshaus von Union 1861 am Elbufer seiner Bestimmung und den Sportlern übergeben können. Und am Samstag fanden die auf einem sehr hohen sportlichen Niveau geführten mitteldeutschen Meisterschaften der U18, U21 im Judo unserer Stadt statt. Wieder haben Sie sich als Sportlerinnen und Sportler zahlreiche ostdeutsche Meister, Landesmeister, deutsche Meistertitel nach Schönebeck geholt, sogar zwei erste Plätze bei den World Masters im Rudern, Frau Dr. Beate Funk und Frau Elke Schulke, und einen Senioren-Europameister in der Leichtathletik, Herr Werner Fettke, sind mit dabei heute. Ich denke, wir alle können stolz auf unsere Sportlerinnen und Sportler sein. Und da schließe ich auch jene Mädchen und Jungen, Frauen und Männer mit ein, die nicht auf dem berühmten obersten Treppchen gestanden haben. Sport wird in Schönebeck großgeschrieben. Neben dem Vereinssport gibt es zum Beispiel den Schönebecker Sohle Cup, wo europäische Spitzenklasse des Werfersports hier zu Gast ist, den erfolgreichen Schönebecker Dreibrückenlauf, den jährlichen Silvesterlauf oder auch den beliebten Elbbadetag. Die tragende Säule unseres sportlichen Lebens bildet aber, wie es Herr Husemann bereits gesagt hat, der Vereinssport, der Woche für Woche in Training und Wettkampf stattfindet. Ja, sehr geehrte Sportlerinnen und Sportler, liebe Freunde des Sports, bin hier wirklich gerne hergekommen, habe mich richtig doll über die Einladung gefreut, weil diese Veranstaltung dem Sport wieder mal ein Gesicht gibt. Und man sieht, hier ist Presse, hier werden Fotos gemacht und Filme gedreht. Und der Alltag eines Sportlers sieht ja eher so aus, dass man ziemlich alleine trainiert oder in einer Mannschaft trainiert und dann nicht unbedingt eine Kamera dabei ist. Und wir als Salzland-Sparkasse unterstützen den Sport im Salzlandkreis unheimlich gerne. Und das hat zwei ganz wichtige Gründe. Drei. Der erste Grund, wer Sport macht, der macht eben Sport und nichts anderes. Das kann manchmal sehr sinnvoll und gut sein. Erster Grund. Zweiter Grund, alle Sportlerinnen und Sportler, die heute hier sind und auch geehrt werden und auch wirklich eine richtige Leistung gezeigt haben, sind natürlich Vorbild für andere und Botschafter für die Stadt Schönebeck oder eben auch für den Salzlandkreis oder für Sachsen-Anhalt oder als Weltmeister sogar für Deutschland. Und das unterstützen wir gerne, denn es nützt nichts, etwas Gutes zu tun, wenn man nicht auch darüber spricht.
Und der dritte Grund, warum wir das so sehr unterstützen und ich auch heute wirklich gerne hier bin, der Dank geht an die Übungsleiter. Der Job eines Übungsleiters ist wirklich schwer, das wissen wir, zeitaufwendig und man muss unheimlich viel Herzblut in diese Sache reinstecken. Und von dieser Stelle ganz herzlichen Dank im Namen von 130.000 Sparkassenkunden an die Übungsleiter hier in Schönebeck, aber auch im Salzlandkreis, dass sie immer wieder die Aufgabe auf sich nehmen, die Sportlerinnen und Sportler, die Mädchen und Jungs zu begleiten und sie bis zu Höchstleistungen zu führen. Und da wir als Salzlandsparkasse den Auftrag haben, nicht reich zu werden, sondern wertvoll für die Menschen, glauben wir, dass eine Förderung des Sportes etwas ist, was für die Menschen etwas Wertvolles in unserem Salzlandkreis und auch hier in der Stadt Schönebeck ist. Ich freue mich, dass, wie gesagt, heute die Leistungsträger ein Gesicht bekommen. Ich werde gleich, glaube ich, auch noch ganz vielen Leuten gratulieren. Das ist schön. Und hinterher gibt es, glaube ich, noch ein bisschen was zu essen. Und von daher freue ich mich auf einen schönen Abend. Vielen Dank und alles Gute. Ja, ich danke für die Grußworte. Ich danke auch für die herzlichen Grüße an die Sportler. Das finde ich immer gut und vor allen Dingen auch, dass die Übungsleiter nicht vergessen worden sind. Wir ehren heute 114 Sportler hier in unserem Saal für ihre Leistungen. Und ich möchte es nochmal betonen, hier sind alles Sportler, die ab Landesmeisterschaft zu Ehren gekommen sind. Und das ist sicherlich ganz dolle wichtig. Wir wollen natürlich auch nicht diese Sportler vergessen, die unterhalb der Landesmeisterschaften sehr viele Wettkämpfe bestreiten, sehr viel machen im Training und auch sicherlich zu Ehren wären. Aber ich denke, da würde der Saal in Schönebeck nicht ausreichen, um das alles zu ehren. Wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt, hätte ich jetzt fast gesagt, zum nächsten großen Höhepunkt. OK Live wird hier auftreten und ich denke, auch das wird wieder Ansporn sein für viele, zu schauen, kann ich das eventuell auch in meinem Training einbauen? Kann ich solche Dinge auch leisten? Ich bitte um einen kleinen Applaus für unsere OK Live Künstler.
So, wir kommen jetzt zur Ehrung der der uns benannten Übungsleiter für das Jahr 2017. Und von Jujutsu Bushido, Peter Krasser. Einer fehlt. Ich danke Ihnen recht herzlich und wünsche Ihnen noch viel Erfolg in Ihrer Arbeit. Vielen Dank. Von der Taekwondo-Gemeinschaft Schönebeck e.V. bitte ich den Vorsitzenden Herrn Goldschmidt nach vorn. Dazu die Sportler. Ja, ich denke, wir können heute Abend wieder sehen, dass die Kampfsportarten hier in Schönebeck sehr groß vertreten sind. Ich danke euch recht herzlich und wünsche euch noch viel Erfolg, auch im Jahr 2018. Das war der erste Teil der Sportlerehrung, aber bleiben Sie dran. Nach einer kurzen Pause geht es natürlich weiter mit den Ehrungen und Auszeichnungen. Bis gleich. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54, denn wir machen mehr aus Ihrem Typ.
Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Schinken-Eisbein 100 Gramm zu 35 Cent, Vordereisbein 100 Gramm zu 30 Cent, Bauchfleisch 100 Gramm zu 45 Cent, Wiener Würstchen 100 Gramm zu 65 Cent und Leberkäse 100 Gramm für 90 Cent. Seit über 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Schönebeck, eine Stadt voller schöner Orte, Geschehnisse und Veranstaltungen. Über das alles sind Sie nun bestens informiert mit dem Schönebecker Stadtmagazin Salzperle. Informative und spannende Themen rund um die Stadt an der Elbe erwarten Sie. Die Salzperle erhalten Sie in verschiedenen Geschäften in Schönebeck. Natürlich auch hier bei uns bei der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck. Die Salzperle ist für Sie kostenlos und erscheint alle 2 Monate neu. Darüber hinaus finden Sie auf der Webseite www.salzperle.de weitere interessante Einblicke in die Stadt Schönebeck und ihre Umgebung. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch im Lokal-TV-Portal über Satellit empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie eine Kanalsuche durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11,52325 GHz. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren lokalen Sender auswählen und mit der OK-Taste das Programm starten.
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück zum Regionalmagazin am Mittwoch, den 21. Februar. Und natürlich möchte ich Sie nicht weiter auf die Folter spannen. Hier kommt der zweite Teil der Sportlerehrung in Schönebeck. Ich bitte nach vorn vom ersten Shotokan Karate-Do-Verein, Herrn Martin. Dazu die Sportler Nadine Kusch, Stefan Thürock, Denise Krause, Emily Beinhoff. Ich danke euch recht herzlich und weiter so. Leider ist vom Judo-Club keiner anwesend, deshalb können wir hier ein Stück weitergehen. Von Union 1861 bitte ich nach vorn den Herrn Rüchert, den Präsidenten, und den Herrn Wedekind. Ich denke, als größter Verein in Schönebeck und im Landkreis ist das nur würdig, wenn ihr zu zweit hier vorne steht. Ja, ist klar. Von der Abteilung Kraftsport bitte ich nach vorn Steven Podas, Harald Knieling, Stefan Burges, Maximilian Weidner, Martin Plötz, Johannes Münster. Ich will dies ja mal betonen, wir haben das ja hier auf der Leinwand, Sie sehen das selber, welche sportlichen Erfolge da sind. Deshalb spare ich es mir dieses Jahr, das alles vorzulesen. Birgit, von Kegeln ist auch gar keiner da. Ne? Naja. Ich danke euch recht herzlich und bitte die beiden Präsidenten gleich vorne zu bleiben. Von der Abteilung Kegeln bitte ich die Frauenmannschaft nach vorn, die dies Jahr den Aufstieg in die zweite Bundesliga, das muss ich einfach vorlesen, geschafft haben und den zweiten Platz zur Landesmeisterschaft. Ich denke, die anderen Frauen werden heute noch hart trainieren für die zweite Bundesliga. Vielen Dank.
Von der Abteilung Schwimmen von 1861 Union bitte ich nach vorn Andreas Suck, Tobias Volk, Maria Luise Hoffmann, Hendrik Lutz, Markus Bergmann, Udo Jabin, René Marmula, Carola Schneider, Markus Büchner, Peter Kröblin, Mirko Gassel, Sophia Fendler. Leider auch nicht so viel da, aber das macht nichts. Dankeschön. Es ist natürlich gut, dass gerade Herr Husemann ja auch mit als Abteilung Schwimmen hier anwesend ist. Ich denke, wenn er beim Wettkampf teilnehmen würde, würde alles im Grund und Boden schwimmen. Vielen Dank. Nein, die beiden Präsidenten bleiben bitte noch hier. Von der Abteilung Turnen von Union 1861 bitte ich nach vorn Charlotte Fricke, Maja Körner, Natalia Jänichen, Sophia Wegeleben, Viktoria Gulatz. Recht vielen Dank. Von der Abteilung Bogensport von Union 1861 bitte ich nach vorn Silvia Behnert, Katrin Eichholz. Vielen Dank. Von der Abteilung Leichtathletik bitte ich nach vorn Arne Nebelung, Holger Fettke, Werner Fettke, Norbert Hasselberg. Und ich denke, hier kann man sehr gut sehen, die Verbindung von Jung und Alt, die wir hier haben. In jungen Jahren kann man Sport treiben und in älteren Jahren kann man das auch immer noch sehr aktiv. Vielen Dank. Nein, noch zwei Abteilungen. Du kannst ja mal spielen. Brauchst du da in den Bühne stehen? Kann nur drüber fehlt dir noch. Stimmt. Ja, genau. Stimmt. Ich danke recht herzlich. Von der Abteilung Rudern bitte ich nach vorn Johannes Koch, Dr. Beate Funk und Elke Schulke. Liebe Gäste, liebe Kinder, vielleicht mal ein bisschen Ruhe, damit man noch das Wort versteht, was wir sprechen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Von der Abteilung Kanu von 1861 Union bitte ich nach vorn Robert Schötensack,
Philipp Gelzer, Tim Smüleit, Timo Wischzowstek, Christian Wirth, Entschuldigung, Jan Sangenenden, Stefan Burges, Thomas Hummel, Florian Horenberg, Jens Adam. Ich danke recht herzlich und ich danke auch den beiden Präsidenten. Bitte schön, ganz schön. Vom Polizeisportverein 1990 e.V. bitte ich nach vorn Herrn Käsebier. Dazu die Sportler Tina Hartmann, Katharina Bock, Yves Zenz. Vielen Dank. Vom Jujutsu Bushido Verein möchte ich bitte Herrn Lubitz nach vorn bitten. Die Lichtlinie bitte. Danke. Dazu die Sportler Jakob Seber, Maxim Germer, Lou-Christ-Chantal Fröse, Ernst Günther, Bettina Sauer, Josephine Kerger, Paul Behlau, Paula Braukmann, Pauline Brösel, Max Wendt, Sascha Brosius, Leonie Marquardt, Laura Ried, Elias Brosius, Joyce Daniela Brösel, Moritz Lehmann, Lukas Thal, Pia Böhm, Paul Simon, Robin Bennett-Hopp Happe. Vom Schützenverein Hubertus 1990 bitte ich nach vorn den Herrn Krause. Dazu die Sportler Jan Fuhrmann, Jörg Vogtländer, Laura Schadenberg, Andreas Tietzel, Julian Krämer, Sina Ebeling, Guido Lenz, Axel Burmüller, Gerald Perlberg. Auch hier können Sie wieder sehen, welche Erfolge hier zu Buche stehen.
Recht vielen Dank. Vom Motorsportclub Schönebeck 1959 e.V. bitte ich Herrn Lichtenberg nach vorn, gleichzeitig in Doppelfunktion. Dazu die Sportler Ronny Runge, Hannes Meyer und natürlich Herrn Lichtenberg selber. Recht vielen Dank. Ich möchte vielleicht noch ein paar. Dankeschön. Lassen Sie mich bitte noch ein paar Worte an Sie richten, bevor wir zu dem gemütlichen Teil des Abends übergehen können. Ich danke Ihnen nochmal ganz recht herzlich den Stadtwerken Schönebeck für Ihre Unterstützung. Das, was Sie heute hier als Sportler bekommen haben, ist finanziert durch die Stadtwerke Schönebeck. Ich danke auch allen, Herrn Landrat, Herrn Strube, Herrn Oberbürgermeister, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, hier den Sportlern aus Schönebeck Ehre zu erweisen, Ihnen zu gratulieren. Und ich denke, auch die jungen Sportler werden heute Abend hier gesehen haben, man kann auch alt werden im Sport und dabei gesund bleiben. Und das, denke ich mal, sollte an erster Stelle stehen. Nutzt den Sport für das tägliche Leben. Bringt eure Freunde mit in die Vereine, überredet eure Nachbarn dazu. Und wenn ihr älter werdet, mit der Lehre fertig seid, mit dem Studium, findet wieder zurück in eure Vereine, bleibt weiter Mitglied und haltet die Treue an eure Vereine. Vielen Dank. Jetzt werden wir noch einen, denke ich mal, guten Abend verbringen miteinander. Nutzt diese Zeit. Ihr habt Kommunalpolitiker hier. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Wort auch nochmal mit den Kommunalpolitikern zu reden, wo euch der Schuh drückt, wo ihr Unterstützung braucht. Heute habt ihr die Gelegenheit, das hautnah zu probieren. Danke. Auch von uns natürlich nochmal einen herzlichen Glückwunsch für die erbrachten Leistungen im vergangenen Jahr. Und wir schauen jetzt auf aktuelle Veranstaltungstipps, unter anderem mit Neuigkeiten aus dem Solepark. Der Kunsthof Bad Salzelmen lädt am Freitag, den 23. Februar ab 19 Uhr zum nächsten abendlichen Schausieden ein. Der Abend beginnt mit einem kurzen Rundgang durch den Kurpark. Im Schausiedehaus angekommen, erfahren die Besucher an der Siedepfanne die kleinen und großen Geheimnisse der mittelalterlichen Salzsiedlung. Für Gruppen ab 10 Personen wird um eine persönliche oder telefonische Voranmeldung unter 03928 70 55 55 gebeten. Die NABU und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern haben den Staat zum Vogel des Jahres 2018 gewählt. Der Bestand der talentierten Gesangskünstler schwindet jedoch, sodass er mittlerweile auf der roten Liste steht. Michael Wunschig hält am 23. Februar um 19 Uhr einen Vortrag über den gefährdeten Singvogel, zu dem alle interessierten Vogelfreunde herzlich ins Hoteldomizil in der Friedrichstraße 98a eingeladen sind. Die Veranstaltung ist kostenfrei, es wird jedoch um eine kleine Spende gebeten. Der Heimatverein Plötzki Ostelbien e.V. lädt alle interessierten Bürger und Bürgerinnen zu einer Videovortragsveranstaltung am 23. Februar um 16 Uhr ins Bürgerhaus in Plötzki ein. Thema ist das 80 Jahre Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Plötzki. Der Eintritt ist kostenlos. Der Solepark Schönebeck-Bad Salzelmen lädt am Freitag, den 2. März 2018, alle Interessierten zum nächsten Rundgang Gradierwerk am Abend ein. Die Besichtigung beginnt um 19 Uhr am Kunsthof Bad Salzelmen.
Der Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. ruft seine Mitglieder auf, sich am 9. Tag der Archive zu beteiligen. Am 3. und 4. März werden sich Archive verschiedener Fachsparten aus der ganzen Bundesrepublik mit attraktiven Programmen an die breite Öffentlichkeit wenden und auf die Bedeutung ihrer Arbeit hinweisen. Die Archive laden also am Sonntag, den 4. März, zu zwei Archivführungen ein. Um 10 Uhr und um 13 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es wird jedoch darum gebeten, die Anfangszeiten zu beachten. Der Autoclub Europa lädt am Mittwoch, den 7. März, zum ersten Clubabend 2018 in die Teutloff-Bildungsstätte in Schönebeck ein. Beginn ist 18 Uhr. Thema des Abends ist eine Verkehrsteilnehmerschulung. Ein neuer PC-Aufbaukurs beginnt am Mittwoch, den 7. März, in der KVHS in Schönebeck in der Tischlerstraße. Bei 8 Veranstaltungen vermittelt der Kursleiter hilfreiche Grundlagen zur Textverarbeitung und Tabellenkalkulation in kompakter Form. Mit dem Anwenderprogramm MS Word lernen Teilnehmer das Erstellen von Textdateien, die Bearbeitung und Formatierung. Sie erlernen Grundlagen zum Erstellen eines Standardbriefes, arbeiten mit Tabulatoren und viele weitere nützliche Tipps und Tricks. Kurstage sind jeweils mittwochs und montags von 17 bis 20:15 Uhr. Anmeldungen sind noch bis zum 23. Februar 2018 unter der Nummer 03471 684 624 110 möglich. Wer Fernsehen macht, muss glücklich sein. Die Journalistin und Moderatorin Katrin Hus kann auf mehr als 2000 Interviews mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten zurückblicken und auf eine lange Fernsehkarriere. Katrin Hus nimmt sie am 25. März 2018 ab 16 Uhr mit auf ihre ganz persönliche Reise in die Fernsehwelt. Dort zeigt sie die schönsten Momente ihrer Laufbahn und erzählt, was sie glücklich macht. Karten für diese Veranstaltung im Dr. Thulberg-Saal sind ab sofort in den Stadtinformationen am Markt und am Soleturm erhältlich. Im Dr. Thulberg-Saal geht es wieder heiter her. Die Magdeburger Zwickmühle gibt ihr diesjähriges Gastspiel am 3. Juni um 17 Uhr, bei dem viel Lachen mit Nachdenken garantiert ist. Im Gepäck haben Marion Bach und Heike Ronninger ihr aktuelles politisch-satirisches Programm »Die Gedanken haben frei«. Wer sich diesen unterhaltsamen Nachmittag am 3. Juni nicht entgehen lassen möchte, kann ab sofort Karten in den beiden Schönebecker Stadtinformationen erwerben. Zum Abschluss bleibt noch der Blick auf das Wetter und hier wird die Sonne wieder etwas mehr hervorschauen. Die Maximalwerte liegen bei 2 Grad und hier sind die Aussichten für Donnerstag bis Samstag. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Die kühlen Temperaturen aus den letzten Tagen bleiben auch zum Rest der Woche beständig. Und somit begrüßen wir Sie recht herzlich zur Wettervorschau für die kommenden 3 Tage. Der Donnerstag erwartet uns mit kühlen minus 3 Grad. Im Laufe des Tages kann es zu vereinzelten Regenschauern kommen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 2 Grad an. In den letzten Tag der Arbeitswoche starten wir bei minus 5 Grad. Bei viel Sonne und 0% Niederschlagsrisiko erreichen wir Temperaturen von plus 1 Grad. Am Samstag wird es wieder sonnig. Mit Temperaturen von minus 6 bis 0 Grad starten wir in ein kühles Wochenende. Das Team des Elbe-Kanals wünscht eine angenehme Restwoche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Und das war's auch schon wieder mit dem Regionalmagazin für Mittwoch, den 21. Februar. Ich hoffe, wir hatten interessante Themen für Sie im Programm. Seien Sie auch am Freitag wieder mit dabei. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Tina Bonas.